Columbia und Challenger, Discovery, Atlantis und Endeavour. 30 Jahre lang flogen sie in die Erdumlaufbahn. Sie machten den Traum von der Forschung im All wahr und den Albtraum tödlicher Havarien. Eine Epoche der Triumphe und Tragödien. Das Zeitalter der Space Shuttles. Die Geschichte der Space Shuttles reicht weit zurück ins vergangene Jahrhundert. Bis 1972 flog die NASA mit Saturn-Raketen zum Mond. Doch nach der sechsten Landung gibt es auf dem Erdtrabanten wohl nur noch wenig Neues zu entdecken. Das Apollo-Mondprogramm wird vorzeitig beendet. US-Präsident Nixon verkündet einen Kurswechsel. Der Weltraum soll künftig industriell genutzt werden. Satelliten in der Erdumlaufbahn gelten als das Milliardengeschäft der Zukunft. Dafür werden Raumschiffe benötigt, die nicht nur einmal einsetzbar sind, sondern hin und her fliegen können. Wie ein Weberschiffchen. Das Weberschiffchen heißt auf Englisch Shuttle. Und Werner von Braun benutzte dieses Wort, um das zu illustrieren. Ein Gerät, das von der Erde zum Orbit und wieder zurückfliegt, hin und her und Passagiere und Cargo transportiert. Und das zu besseren Preisen als mit einem Wegwerfgerät. Die Idee der Space Shuttles war geboren. Ein Raumschiff, das wie eine Rakete startet und wie ein Flugzeug landet. In den 70er Jahren entstehen zahlreiche Konzeptstudien. Aber Raumschiffe mit Flügeln sind für die Raketeningenieure Neuland. Und zudem soll es ein ganz großer Wurf werden. Eine wiederverwendbare Raumfähre, die 2 Wochen um die Erde kreist und nicht nur Astronauten, sondern auch große Nutzlasten in die Umlaufbahn und zurückbringen kann. Man hat angenommen, wir könnten ein Flugzeug bauen, das nach jedem Flug kurz überholt wird und dann wieder neu fliegt. Für die Entwicklung bekommt die NASA allerdings weit weniger Geld als erwartet. Das Ergebnis ist deshalb ein Kompromiss. Ein dreiteiliges Weltraumtransportsystem, auf Englisch kurz STS genannt. Das neue Raumschiff soll Flüge ins All zur Routine machen. Für zahlende Kunden bei der Industrie und beim Militär. Da war also vor allem einflussreich die Luftwaffe, die ganz bestimmte Nutzlasten im Auge hatte. Das waren so große orbitale Waffensysteme für den Star Wars unter Präsident Reagan. Und da haben wir natürlich die Nutzlastbucht und auch die Tragfähigkeit des Shuttles entsprechend ausgerichtet. Und das erwies sich viel, viel später als ein Fehler. Bis das neue Raumschiff startbereit ist, dauert es etliche Jahre. So lange fliegen Amerikaner nur noch im Fernsehen in den Weltraum. Das ist verdammt verlockend. Ende. Ungeduldig wartet die Öffentlichkeit auf das Raumschiff der Zukunft. Im kalifornischen Palmdale wird ein Prototyp gebaut. Die Fans der Serie Star Trek setzen sogar durch, dieses Testmodell soll Enterprise heißen, wie Captain Kirks Raumschiff. Mit der Enterprise soll bewiesen werden, dass ein Objekt dieser Bauart überhaupt flugtauglich ist. Es ist ein Raumschiff, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Selbst die Filmcrew von Star Trek reist aus Hollywood an. Mit Bordarzt Pille, Lieutenant Uhura, Spock und Regisseur Gene Roddenberry. Im August 1977 beginnen die Testflüge. Am Heck trägt die Enterprise eine aerodynamische Verkleidung. Sie hat keine Triebwerke. Deshalb muss ein umgebauter Jumbojet sie in die Höhe tragen. Die Piloten sind Veteranen aus der Zeit der Mondflüge. Sie gehen ein hohes Risiko ein. In 7000 Metern Höhe löst sich die Enterprise zu ihrem ersten Freiflug und gleitet zur Erde zurück wie ein Segelflugzeug. Nur Minuten später landet sie auf einem ausgetrockneten Salzsee. Vieles bleibt ungewiss, denn die Enterprise flog nur in der Atmosphäre. Die Rückkehr aus dem Weltraum wurde nur geprobt. Nach den Testflügen geht die Enterprise auf Tournee. Unter den Schaulustigen in Köln Ulf Merbold und Reinhard Furrer. Beide werden später als Wissenschaftsastronauten im Space Shuttle mitfliegen. Mit den Space Shuttles beginnt ein Generationswechsel im Astronautenkorps. Über 8000 Bewerber melden sich, als die NASA Kandidaten für ihr neues Programm sucht. Viele kommen aus der Air Force. Es ist die Generation der Kampfpiloten aus dem Vietnamkrieg.
aber auch Wissenschaftler werden gesucht. Darunter zum ersten Mal Afroamerikaner, Latinos und Frauen. Der Jahrgang 1978 ist die bis dahin größte Astronautenklasse in der Geschichte der NASA. In den USA ist der Weltraum keine Männerdomäne mehr. Das Training basiert auf den Erfahrungen des Apollo-Programms. Doch die neuen Astronauten werden keine fernen Himmelskörper betreten. Das Shuttle ist nur für Flüge in die Erdumlaufbahn gebaut. Und dort kreist die Raumstation Skylab als Geisterschiff. Seit dem Ende des Apollo-Programms ist sie ohne Besatzung. Alle warten auf den Jungfernflug der Space Shuttles, damit endlich wieder amerikanische Astronauten dort oben leben und forschen können. Ende der 70er Jahre hatte die NASA beim Flugzeughersteller Rockwell 4 Raumfähren bestellt. Es dauert 7 Jahre, bis endlich das erste Shuttle ausgeliefert wird. Die Entwicklung der Columbia hat 10 Milliarden Dollar verschlungen. Aber sie hat noch eine Menge Kinderkrankheiten. Vor allem der neuartige Hitzeschild macht der NASA Sorgen. Er besteht aus tausenden einzelner Kacheln. Es gibt dünne weiße Kacheln und dicke schwarze, an den Stellen, wo die Raumfähre bei der Rückkehr in die Erdatmosphäre der größten Hitze ausgesetzt ist. Weit über 1000 Grad müssen die Kacheln aushalten. Jede ist von Hand geformt. Mit Klebstoff werden sie an der Unterseite der Raumfähre befestigt. Mehr als 24.000 Kacheln. Und alle sind unterschiedlich. Neu sind auch die Zusatzraketen, die sogenannten Booster. Sie brennen ab wie Wunderkerzen und lassen sich nicht abschalten. Die NASA benutzt solche Booster zum ersten Mal bei bemannten Flügen. Fachleute halten das für sehr gefährlich. Chefastronaut John Young übernimmt selbst das Kommando beim Jungfernflug. Es ist bis heute das einzige Mal, dass Menschen schon beim Probeflug eines Raumfahrzeugs an Bord sind. Für John Young ist es der 5. Einsatz im All. An seiner Seite sitzt Weltraumneuling Bob Crippen im Cockpit. Der Flug STS-1 ist für die NASA der kühnste Testflug in der Geschichte. Man könnte sogar sagen, ein Himmelfahrtskommando. Es ist Sonntag, der 12. April 1981, kurz vor 7 Uhr morgens. Nach 6 Jahren Pause melden sich die USA zurück im Weltraum. Auf den Tag genau, 20 Jahre nachdem der Russe Juri Gagarin als erster Mensch ins All flog. Zufall, heißt es bei der NASA. Denn es ist bereits der zweite Startversuch. Der erste war wegen eines Computerproblems abgebrochen worden. 37 Mal umkreist die Columbia die Erde. Doch einen konkreten Anlaufpunkt im All gibt es mittlerweile nicht mehr. Die Raumstation Skylab ist inzwischen abgestürzt. Tausende schauen zu, als die Columbia 2 Tage später zurückkehrt. Zwischen dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und der Landung liegt nur eine halbe Stunde. In dieser Zeit muss das Shuttle von 28.000 Stundenkilometern abgebremst werden. Die Erleichterung ist groß, als die Columbia heil zurückkehrt. Eine neue Epoche der Raumfahrt beginnt. Mit dem Shuttle kam ein enormer technologischer Wandel. Von den Raumkapseln zu einem wiederverwendbaren System, das auf dem Rollfeld landet. Und es ist immer noch das einzige Raumschiff, das das kann. Für die USA bringt die Premiere der Shuttles einen enormen Prestigegewinn. Doch die Inspektion nach dem Flug ist ernüchternd. Der Hitzeschild ist stark beschädigt. Die Techniker zählen mehr als 200 zerbrochene Kacheln, 16 fehlen ganz. Noch ahnt niemand, wie lebensgefährlich das sein kann. Es ist ein Geburtsfehler, der die Geschichte der Shuttles begleiten wird bis zum Ende. Mit dem Flug STS-6 wird ein zweites Space Shuttle in Dienst gestellt, die Challenger. Außer den Piloten sind nun auch Nutzlastspezialisten an Bord. Sie setzen den Satelliten TDRS-1 aus. Er soll den Funkverkehr zwischen dem Shuttle und den Bodenstationen sicherstellen. Die NASA will künftig jede Woche in den Weltraum fliegen. 50 Mal im Jahr. Eine Art Linienverkehr.
Nach jeder Landung werden die Shuttles aus Kalifornien nach Florida zurückgebracht. Der Transport kostet jedes Mal rund $1 Million. Und schnell wird klar, die Raumfähren sind äußerst sensibel. Selbst der Lärm beim Start kann Schaden anrichten. Bei den ersten Shuttle-Flügen haben wir uns immer gewundert, dass der Boden vom Außentank eingebeult war. Wir konnten uns das gar nicht erklären, bis wir dann feststellten, dass der Krach, also die akustische Energie, so groß ist, dass die auf den Boden der Flammengrube aufprallt und nach oben reflektiert und mir dann den Außentank, die Kalotte unten etwas eindrückt. Die Ingenieure finden eine ebenso einfache wie praktische Lösung. Beim Start wird die Flammengrube mit einem künstlichen Wasserfall geflutet. Das verhindert, dass der Schalldruck den Außentank beschädigt. Die Wasserdampfwolken werden von nun an zum Markenzeichen der Shuttle-Starts. Um Gewicht zu sparen, hat man schon bald den weißen Anstrich des Außentanks weggelassen. Auch die Schleudersitze werden ausgebaut. So gibt es während des Starts nicht einmal ein Rettungssystem für die Besatzung. Die ersten Minuten, da ist man verloren, da gibt es keine Rettungsmöglichkeit. Wenn irgendwie ein struktureller Schaden entsteht beim Aufstieg, eine Tragfläche bricht ab, da gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Mit der Mission STS-7 startet die erste Amerikanerin ins All, die Wissenschaftlerin Sally Wright. Mit einem Roboterarm setzt sie den deutschen Satelliten SPACE aus. Seine Bordkamera zeigt zum ersten Mal ein Space Shuttle im All, 300 Kilometer über der Erde. Europa will am Erfolg der Shuttles teilhaben, mit dem Space Lab. Die ESA investiert Milliarden in das Weltraumlabor. Maßgeschneidert passt es in die Ladebucht. Das Space Lab kann immer wieder für neue wissenschaftliche Aufgaben umgerüstet werden. Als Gegenleistung nimmt die NASA europäische Astronauten mit ins All. Mit STS-9 kommt der erste Deutsche an Bord des Space Shuttle, der Physiker Ulf Mierholt. Zusammen mit seinen Kollegen soll er das Space Lab in Betrieb nehmen. Zum ersten Mal sind 6 Astronauten gleichzeitig im All. Mit dem Start im November 1983 beginnt der erste echte Forschungsflug. Die Astronauten arbeiten rund um die Uhr. Mehr als 70 Experimente stehen auf dem Programm. Astrophysik, Materialforschung, Medizin. Die Wissenschaftler auf der Erde sind begeistert. Auf Anhieb bringen die Experimente in der Schwerelosigkeit eine Fülle neuer Erkenntnisse. Dabei wäre die Mission beinahe gescheitert. Beim Rückflug fallen mehrere Computer aus. Giftiger Treibstoff entweicht. Mit brennendem Heck setzt die Columbia auf, haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Aber Risiko scheint ein Fremdwort zu sein für die NASA. Neue Raumanzüge geben den Astronauten die Fähigkeit, unabhängig im Vakuum des Weltraums zu navigieren. Völlig losgelöst schwebt Bruce McCandless hinaus ins All. Er hat auf dem Rücken ein Tornistergerät gehabt. Wir nannten es ein Weltraummotorrad, nur saß er eben nicht auf einem Sattel. Aber er hatte Griffe und Rückstoßraketen, Kaltgas-Rückstoßraketen auf dem Rücken und flog damit draußen im Weltraum herum. Februar 1984. Ein Mensch allein in der Unendlichkeit. Das Motiv wird zu einer Ikone des Raumfahrtzeitalters. Anfang der 80er Jahre werden immer mehr Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen. Wenn daraus ein Geschäft werden soll, müssen sie ab und zu im Orbit gewartet und repariert werden. Astronauten fliegen hinaus, um sie einzufangen. Mit solchen Serviceleistungen will die NASA Geld verdienen, um das Shuttle-Programm zu finanzieren. Die Ladebucht der Raumfähren wird zur Werkstatt. Bei diesem 200 Millionen Dollar Satelliten waren nur ein paar Sicherungen durchgebrannt. Die Rechnung der NASA scheint aufzugehen. Der Präsident persönlich dankt der Besatzung. Ihr habt gezeigt, wie vielseitig das Shuttle ist. Und damit alle Amerikaner sehr stolz gemacht. Immer wieder gibt es geheime Missionen für das US-Verteidigungsministerium. Präsident Reagan will das Land aus dem Weltraum verteidigen. Mit einem Schutzschild gegen feindliche Atomsprengköpfe. Satelliten sollen anfliegende Raketen mit Laserschüssen zerstören. Die Presse nennt das Krieg der Sterne. Das Pentagon verdonnert die beteiligten Astronauten zum Stillschweigen. Auch noch nach Jahrzehnten. It
Es war geheim und es ist immer noch geheim. Ich kann nur so viel sagen, dass es um Nutzlasten für die Raketenabwehr ging. Damit habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. Beim Flug STS-39 gehörte die ganze Nutzlast dem Verteidigungsministerium. Das war ganz schön aufregend. Wenn es von diesen Flügen überhaupt Fernsehbilder zu sehen gibt, dann sind sie betont harmlos. Sie zeigen die Besatzung bei medizinischen Tests oder das kuriose Leben in der Schwerelosigkeit. Tatsächlich hatten fast alle Space Shuttle-Flüge neben wissenschaftlichen Experimenten auch militärische Nutzlasten an Bord. Darunter Frühwarnsatelliten, mit denen man feindliche Raketen aufspüren und heimliche Atomtests beobachten kann. Die Spionage aus dem All habe die Welt sicherer gemacht, heißt es, weil so niemand mehr seine Angriffspläne verraten könnte. Je öfter aber die Shuttles fliegen, desto deutlicher werden ihre Schwachstellen. Nach jeder Mission müssen die Raumfähren general überholt werden. Ursprünglich hatten wir nicht vor, die Triebwerke nach jedem Flug auszubauen, aber dann stellte sich heraus, dass sie auseinandergenommen werden mussten, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung war. Im Laufe der Zeit wurden wir schneller und routinierter, aber wir hatten völlig unterschätzt, wie schwierig es war, dieses Raumschiff tiptop flugfähig zu halten. Zwei weitere Space Shuttles machen die Flotte komplett. Discovery und Atlantis. Aber die Kosten explodieren. Deshalb muss die NASA den Rückhalt der Steuerzahler suchen. Eine junge Mutter, Anna Fischer, soll die Öffentlichkeit überzeugen, der Weltraum geht alle an. Beim Ausstieg aus dem Shuttle kam ihr Ehemann entgegen und reichte ihr Baby. Und da stand also die Mutter im Raumanzug mit dem Baby auf dem Arm. Mama is back from space. Das war dann ein großes Bild in der Washington Post. Amerikanische Alltagskultur zieht im Shuttle ein, vom Cola-Automaten bis zu Süßem aus dem Supermarktregal. Fast Food in der Erdumlaufbahn. Doch so lustig wie es aussieht, ist das Leben an Bord nicht. Die Zeit ist immer knapp. Shuttleflüge dauern nur wenige Tage. Und die Liste der Aufgaben, die aus dem Fernschreiber quillt, ist endlos. Die Crew arbeitet und schläft in Schichten, rund um die Uhr. Sogar Politiker fliegen nun mit im Space Shuttle, wie der US-Senator Jake Garn. Glücklich wird er damit nicht. Als Kotze-Jake geht er in die Geschichte ein. Im Oktober 1985 hebt die Challenger ab zu einem Flug, an dem Deutschland besonderen Anteil hat. Zum ersten Mal ist ein ausländisches Kontrollzentrum an einer Mission beteiligt. Mit Sitz in Oberpfaffenhofen bei München. Es ist der mittlerweile vierte Einsatz des europäischen Weltraumlabors Spaceland. Die deutschen Physiker Reinhard Furrer, Ernst Messerschmidt und ihr niederländischer Kollege Hugo Ockels haben jahrelang für ihren kurzen Aufenthalt im All trainiert. Rund um die Uhr arbeiten sie nun ihr Forschungsprogramm ab. Sie untersuchen unter anderem, wie sich lebende Wesen an die Schwerelosigkeit anpassen. Nur ein einziges Mal, bei dieser sogenannten D1-Mission unter deutscher Leitung, sind ausnahmsweise alle 8 Plätze im Shuttle gefallen. Und nie mehr danach sind so viele Astronauten gemeinsam in den Weltraum geflogen. 1985 wird mit 9 Flügen das Rekordjahr in der Geschichte der Raumfähren. Trotzdem muss die NASA ihre Erwartungen zurückschrauben. Statt 50 Flügen im Jahr wie geplant, schafft man noch nicht einmal 10. Im 5. Jahr des Shuttle-Programms scheint die Vision von der Raumfahrt für alle Wirklichkeit zu werden. Die Besatzung der Challenger verkörpert die Vielfalt der amerikanischen Gesellschaft. Zusammen mit den Profi-Astronauten ist eine ganz normale Lehrerin an Bord. Sie soll aus der Erdumlaufbahn Unterricht halten. Aus 11.000 Bewerbern hatte die NASA Christa McAuliffe für diesen Flug ausgewählt. Die 37-Jährige unterrichtet Geschichte und ist Mutter von 2 Kindern. Ich glaube, die Schüler werden sagen, die ist ein ganz normaler Mensch. Und doch leistet sie einen Beitrag zur Geschichte. Dadurch werden sie sich für die Zukunft und für den Weltraum begeistern. 28. Januar 1986. Es ist eiskalt am Cape Canaveral. Immer wieder mussten in den Monaten zuvor Flüge verschoben werden. 90 Satelliten warten auf den Transport ins All. Und die Kunden werden ungeduldig. Die NASA steht unter Druck. Wir hatten genug Daten, um zu zeigen, dass das Risiko des Starts sehr, sehr hoch war. Wie russisches Roulette. Aber nicht mit einer Kugel, sondern mit 6 Kugeln im Magazin.
Die NASA setzt sich über alle Bedenken hinweg und gibt den Start frei. 7, 6, we have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th. Christa mit Orlebs Schüler verfolgen das Geschehen im Fernsehen. Der Jubel dauert 73 Sekunden. Mitten im Steigflug reißt eine Explosion die Challenger auseinander und die Besatzung in den Tod. Der Frost hatte einen Dichtungsring spröde gemacht. Austretender Treibstoff entzündet sich und führt zur Katastrophe. Vor den Augen der ganzen Welt. Präsident Reagan beschwört noch am gleichen Tag einen amerikanischen Mythos. Die Zukunft gehört nicht den Ängstlichen, sondern den Tapferen. Ein Mahnmal erinnert an Dick Scobee und Ron McNair, an Michael Smith, Judy Resnick, Alison Onizuka, Greg Jarvis und Christa McAuliffe. Sie sind die Ersten, die im Shuttle den Tod finden. Sie werden nicht die Letzten bleiben. Es dauert fast 3 Jahre, bis wieder ein Shuttle abhebt. Mit der Discovery kehrt die NASA zurück in den Weltraum. Von nun an erinnert bei jedem Start ein Rosenstrauß an den Todesflug der Challenger. Zur Landung reist der neue Präsident George Bush Senior persönlich nach Kalifornien. Das Shuttle-Programm soll weitergehen, aber mit neuen Spielregeln. Das Leben der Astronauten darf nicht mehr für das Satellitengeschäft der Industrie aufs Spiel gesetzt werden. Stattdessen soll die wissenschaftliche Forschung im Mittelpunkt stehen. 1989 bringt die Raumfähre Atlantis die Sonde Magellan ins All. Ihr Ziel? Die Venus. Der geheimnisvolle Nachbarplanet der Erde ist permanent in eine dichte Wolkendecke gehüllt. Magellans Radar wirft zum ersten Mal einen Blick auf die zerklüftete Oberfläche der Venus. Es ist eine bizarre Kraterlandschaft bei Temperaturen von weit über 400 Grad Celsius. Die nächste Raumsonde soll zum Riesenplaneten Jupiter fliegen. Doch es regt sich Widerstand, denn Galileo hat eine Batterie mit 25 Kilo Plutonium an Bord. Empörte Bürger versuchen vergeblich, den Flug juristisch zu verhindern. Sie fürchten, das Plutonium könnte bei einem Fehlstart zurück auf die Erde fallen. Zum Glück geht alles gut. Und zum ersten Mal seit dem Ende der Mondflüge können die Erdenbürger ihren blauen Planeten aus der Ferne betrachten. Auf dem Weg zum Jupiter hat Galileo sich umgedreht und zurückgeschaut. Auf Erde und Mond aus einer Distanz von mehr als 6 Millionen Kilometern. Nach dem Challenger-Unglück dürfen aus Sicherheitsgründen keine Satellitentriebwerke mehr in der Nähe der Ladebucht gezündet werden. Die neuen Raumsonden werden mit einer Feder herausgeschleudert. Erst in respektvoller Entfernung zünden ihre Triebwerke. Die Raumsonde Ulysses wurde in Europa gebaut. Für den Transport ins All sorgt die NASA mit dem Space Shuttle. Ulysses erforscht die Korona und das Magnetfeld der Sonne. Fast 20 Jahre lang liefert die Sonde spektakuläre Daten. Als Ersatz für die beim Start explodierte Challenger wird ein neues Space Shuttle gebaut, die Endeavour. Gleich beim ersten Flug bewährt sich die neue Raumfahrt. Astronauten bergen einen Nachrichtensatelliten, der auf eine falsche Umlaufbahn geraten war. Es ist das erste und einzige Mal, dass 3 Astronauten gleichzeitig in den Weltraum aussteigen. Optimismus kehrt wieder ein bei der NASA. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop beginnt eine Epoche glanzvoller Missionen im Dienst der Wissenschaft. Die Entwicklung des Teleskops hatte nahezu gleichzeitig mit der Entwicklung der Raumfähren begonnen und ebenfalls wahrhaft astronomische Kosten verursacht. Damit das Weltraumteleskop lange in Betrieb sein kann, soll es in der Erdumlaufbahn gewartet und immer wieder mit neuen Instrumenten ausgestattet werden. Das üben die Astronauten in einem riesigen Trainingspool. Das Schweben im Wasser kommt dem Arbeiten in der Schwerelosigkeit am nächsten. Für die Piloten des Space Shuttle Discovery ist der Transport des Hubble-Teleskops Neuland. Die Raumfähre muss bei dieser Mission höher fliegen als je zuvor, bis an die Grenze ihrer Reichweite. Bei der NASA ist man erleichtert, als das Teleskop endlich in rund 600 Kilometern Höhe erfolgreich ausgesetzt wird.
Doch die Tests enthüllen eine peinliche Panne. Das Hubble-Teleskop ist sozusagen kurzsichtig. Der Spiegel wurde schlichtweg falsch geschliffen. Wenn es scharfe Bilder liefern soll, braucht Hubble eine Brille. Wir waren einfach am Boden zerstört. Jetzt hatten wir dieses fantastische Instrument in die Erdumlaufbahn gebracht und es war nutzlos. Allerdings stellte sich heraus, dass es nicht vollkommen unbrauchbar war, denn es lieferte immer noch bessere Bilder als alles, was wir auf der Erde hatten. 3 Jahre dauern die Vorbereitungen, bis die Reparatur endlich beginnen kann. Mit einem Roboterarm wird das Teleskop eingefangen und in der Ladebucht befestigt. 5 Außenbordeinsätze sind insgesamt nötig, um es zu reparieren. Eines der Sonnensegel ist so verbogen, dass es sich nicht mehr einrollen lässt. Es endet als Weltraummüll. Während der Reparatur müssen die Astronauten in das Teleskop geradezu hineinkriechen. Die für das Hubble gefertigte Brille, das Instrument Costa, ist so groß wie ein Kleiderschrank. Mit der erfolgreichen Reparatur des Teleskops gewinnt die NASA neues Selbstvertrauen. Es hat Jahre gedauert, bis ich endlich aufatmen konnte, weil ich nicht schuld war an Hubbles Sehfehler. Das Weltraumteleskop wird zu einem der größten Erfolge in der Geschichte der Astronomie. Zu verdanken ist das den Space Shuttles und ihren Crews. In den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts wird aus dem Space Shuttle ein internationales Raumschiff. Für 355 Astronauten aus 16 Ländern. Sieben japanische Astronauten sind im Space Shuttle geflogen und ich bin einer von ihnen. Wir haben eine Menge Experimente gemacht, die bereits auf der Erde genutzt werden. Dabei geht es zum Beispiel um das Wachstum von Proteinkristallen oder neue Medikamente gegen Grippe. Dieses Raumschiff war wirklich großartig in seiner Flexibilität. Es hat uns so viele Einsatzmöglichkeiten gezeigt. Immer wieder habe ich mir gedacht, genau das ist es, worauf es bei der Raumfahrt ankommt. Im Space Lab können die Astronauten ihre Experimente zur Erde zurückbringen. So wie der deutsche Ulf Merbold. Bei seinem zweiten Flug untersucht er die Entwicklung von Froschlaich. Werden vielleicht auch Menschen, die im All gezeugt werden, einmal anders aussehen? Hinter jedem Experiment steht ein ganzes Team von Wissenschaftlern. Und sie alle haben Jahre ihres Lebens damit verbracht, diesen Flug vorzubereiten. Und die Astronauten sind dafür verantwortlich, ihnen gute Daten mitzubringen. 1992 leitet zum zweiten Mal das Deutsche Kontrollzentrum bei München einen Flug mit dem Europäischen Weltraumlabor. Mit an Bord im Space Lab die Physiker Ulrich Walter und Hans Schlegel. Nach dem Ende des Kalten Krieges endet auch der teure Wettlauf im Weltraum. Ost und West wollen künftig gemeinsam agieren. Für die Raumfahrer ist der Gedanke an globale Zusammenarbeit nichts Neues. Nach 3 Tagen, nach 4 Tagen sehen wir Astronauten nicht mehr auf Ländern, sondern wir sehen nur noch das eine große Mutterraumschiff Erde, auf dem 7 Milliarden Menschen mittlerweile leben, alles Astronauten, die da gut daran tun, ihr Raumschiff in Ordnung zu halten, ihr Raumschiff sorgfältig und effektiv zu nutzen. In der Raumfahrt bricht ein neues Zeitalter an. Die USA und Russland vereinbaren, gemeinsam eine internationale Raumstation zu bauen. 14 weitere Raumfahrtnationen schließen sich an. Der 3. Februar 1994 ist ein historischer Tag. Amerikaner und Russen brechen auf zur ersten gemeinsamen Mission in der Geschichte der Space Shuttles. An der Seite von Kommandant Charlie Bolden und Missionsspezialistin Jen Davis startet der erste russische Kosmonaut mit einem amerikanischen Raumschiff. Moskau hat seinen besten Mann geschickt. Sergei Krikalev war zuvor 2-mal mit russischen Raketen ins All geflogen und hat mehr als ein Jahr auf der Raumstation Mir verbracht. Damit hat er weit mehr Erfahrung im All als seine 5 NASA-Kollegen zusammen. Was früher in der Raumfahrt streng geheim war, wird jetzt offengelegt. Das Pentagon zieht die Konsequenzen. Die Raumfähren fliegen künftig nicht mehr für das Militär, sondern nur noch in ziviler Mission. Booster ignition and liftoff of Discovery on a bold new era of space flight between the United States and Russia. Mit Sergei Krikalev zu fliegen, das war nicht nur ein technischer Meilenstein, weil wir 2 Raumfahrtprogramme zusammenlegten. Wir teilten auch das Wissen zwischen dem russischen Programm und unserem.
Für Sergei Krikalev ist der 8-tägige Flug nur eine Stippvisite im Weltraum. Gemessen an der Routine der Kosmonauten, die üblicherweise 6 Monate im All bleiben. Die NASA dagegen profitiert von der immensen Erfahrung der Russen. Körperlich fit zu bleiben, hat bei den Langzeitflügen der Zukunft höchste Priorität. Vieles mag Krikalev aus der Raumstation Mir bekannt vorkommen. Auch im Shuttle wischt man sich mit feuchten Tüchern sauber und man putzt sich die Zähne mit Spucke. Die Mission wird ein voller Erfolg. Im Weltraum sind die Grenzen zwischen Ost und West verschwunden. Am Schluss singen die NASA-Leute gemeinsam mit ihrem russischen Gast ein Gute-Nacht-Lied für die Kinder in Moskau. Das Eis des Kalten Krieges, es ist gebrochen. Nie zuvor ist Sergei Krikalev so komfortabel zur Erde zurückgekehrt. Seit Anfang der 90er Jahre landen die Shuttles nicht mehr in Kalifornien, sondern kehren direkt nach Cape Canaveral zurück. Welcome home, Discovery. Prekrasna. Idobro pozdravljam, Sergei. You've paved the way for a new era of cooperation in human spaceflight, leading to our International Space Station. Great job. Russen und Amerikaner vereinbaren eine Serie von Rendezvous in der Erdumlaufbahn. Das Ziel ist die russische Raumstation Mir. Pilotin Eileen Collins pirscht sich beim ersten Besuch bis auf 11 Meter an die Mir heran. Andocken kann sie nicht, denn dazu muss das Shuttle erst umgebaut werden. Die Russen hatten ein grandioses Docking-System. Das brauchten die USA gar nicht zu verändern. Sie kauften es einfach und montierten es an das Space Shuttle. Also ist ein Teil des Shuttles russisch, made in Russia. Wenig später nähert sich die Atlantis zum ersten Rendezvous mit der russischen Station. Beide umrunden die Erde mit rund 28.000 Stundenkilometern. Wären sie langsamer, würden sie abstürzen. Shuttle-Kommandant Hugh Gibson muss den Docking-Stutzen der Mir zentimetergenau treffen. Es war, als ob man versucht, mit einem Besenstiel eine Steckdose an der Decke zu treffen. Es war sehr kompliziert und völlig neu. Als Gast hält sich der deutsche Astronaut Thomas Reiter auf der Mir auf. Nun darf er Probe sitzen im Cockpit der Atlantis. Gemeinsam bilden das Shuttle und die Mir das größte Objekt, das je im Weltraum gebaut wurde. Ich erinnere mich da besonders an eine Gelegenheit, wo wir abends, kurz bevor das Shuttle abgedockt hat, zusammensaßen. Und es war ein kanadischer Astronaut mit in der Shuttle-Crew, der Chris Hadfield, der sehr gut Gitarre spielt, hervorragend singt. Und da saßen wir da in der Mir-Station und haben da Gitarre gespielt und Lieder gesungen. Das war fantastisch. In den folgenden Jahren verbringen US-Astronauten viele Monate auf der Mir. Am längsten hält es die Biologin Shannon Lucid aus. 188 Tage bleibt sie im Weltraum. Länger als jeder amerikanische Astronaut vor ihr. Als sie wieder auf der Erde landet, wird sie von Präsident Clinton persönlich begrüßt. Amerikanische Besucher auf der Mir werden zur Routine. Und die Space Shuttles werden für immer mehr internationale Astronauten zum Taxi in den Weltraum. Mit Jelena Kondakova schweben Astronauten aus 5 Ländern herein. Aus Russland und den USA, aus Großbritannien, Frankreich und Peru. Nur das Space Shuttle kann so viele Personen auf einmal transportieren. Noch haben die Russen einen großen Vorsprung an Erfahrung mit dem Leben im Weltraum. Aber am Ende des Shuttle-Mir-Programms werden zahlenmäßig mehr NASA-Astronauten, die Mir besucht haben, als russische Kosmonauten. Noch bevor das Jahrtausend endet, wollen beide Nationen gemeinsam mit dem Bau der internationalen Raumstation beginnen. Damals glaubten viele bei der NASA nicht, dass jemals eine Raumstation in Zusammenarbeit zwischen Russen und Amerikanern gebaut würde. Es gab Widerstand dagegen. Trotzdem haben einige wenige Schlüsselpersonen die Sache zu Ende gedacht und den Traum von einer internationalen Raumstation wahrgemacht. Beim letzten Flug zur Mir besteigt eine lebende Legende das Space Shuttle. Der russische Direktor des Shuttle-Mir-Programms, Valeri Ryunin. Für ihn musste die NASA einen extra großen Raumanzug schneidern lassen. Dazu Handschuhe im XXXL-Format. Hey,
Der Weg in den Weltraum ist für alle gleich lang. 8,5 Minuten dauert es vom Start bis in die Erdumlaufbahn. Ryumin ist ein alter Hase und nur schwer zu beeindrucken. Aber anders als in der russischen Soyuz-Kapsel kann er im Shuttle von Anfang an die Aussicht genießen. Und noch etwas kommt Ryumin zugute. Im Shuttle ist viel mehr Platz als in den engen russischen Kapseln. Den nutzt er, um ein Erinnerungsstück zu retten. Er bringt die russische Gitarre zurück zur Erde, bevor es mit der Mir zu Ende geht. Mit dem letzten Abdocken ist das Schicksal der russischen Raumstation besiegelt. Russland braucht das Geld für seinen Beitrag zur ISS. Nach mehr als 15 Jahren im All wird die Mir aufgegeben und zum Absturz gebracht. Sie versinkt für immer im Pazifik. Für die Space Shuttles aber beginnt eine neue Epoche. Zwar ist der Traum von Linienflügen ins All gescheitert. Dafür soll ein neuer Traum wahr werden. Die Vision von einem internationalen Außenposten im All. Wir haben gelernt, zusammenzuarbeiten und uns aufeinander zu verlassen. Wir sind aufeinander angewiesen, wenn wir die Raumstation gemeinsam betreiben wollen. Es ist eine neue Generation, all das wurde durch das Shuttle-Programm möglich gemacht. Für den Aufbau der internationalen Raumstation sind die Space Shuttles so wichtig wie nie zuvor. 40 Montageflüge werden nötig sein. Die ISS soll das größte Projekt werden, das die Menschheit je unternommen hat.